Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Juli 2017. Ich bin Antonia Langsdorf, selbst Steinbock, und ich begleite euch durch die Konstellationen. Ja, meine Lieben, das wird ein Monat mit großen Liebeschancen, aber auch Herausforderungen für euch. Powerplanet Mars lenkt jede Menge Energie in euer Partnerhaus, in eure Partnerschaft und eure Beziehungen, aber auf eine sehr emotionale und irrationale Art, was für euch nicht unbedingt einfach ist. Emotional aufgeladene Situationen verunsichern die meisten Steinböcke, weil sie eigentlich mehr auf dem Boden der Tatsachen zu Hause sind. Nehmt euch einfach vor, den Gefühlen Raum zu geben, auch wenn sie euch unerklärlich erscheinen, und seid nicht zu streng mit eurem Schatz. Die heißeste Phase ist vorbei, wenn die Sonne in den Löwen geht, dann sehen alle wieder klarer. So, mehr zu euren Konstellationen gleich. Jetzt noch der Hinweis, es gibt auch diesmal wieder eine Verlosung am Ende des Videos. Also bleibt dran. So, euer Erlebnishintergrund, also die langfristig wirkenden Planeten zunächst mal. Da hätten wir erstmal einen schönen Aspekt zu Romantikplanet Neptun. Der steht in einem, ach jetzt habe ich auf Jupiter gezeigt, Entschuldigung, Neptun ist ja hier unten im dritten Haus. Also der steht in einem schönen Sextilaspekt zur Steinbocksonne. Und das ist einfach ein Aspekt, der euch romantisch und fantasievoll macht, weil er hier im dritten Haus des Denkens und der Kommunikation steht. Für viele Steinböcke, gerade eben für die auch, die diesen Aspekt bekommen, bedeutet das, dass sie jetzt etwas mehr Fantasie haben, etwas mehr Empathie vielleicht auch, je nachdem. Und dass sie es auch gerne mögen, sich mit fantasiereichen Sachen zu beschäftigen. Ich habe ja schon öfter erwähnt, ich habe seitdem eine Phase, wo ich ganz viele Hörbücher höre und gerne mir schöne Fantasiegeschichten reinziehe. Und es ist natürlich auch schön für einen liebevollen und fantasievollen Austausch in der Liebe. Also das ist ein schöner Aspekt und den spüren jetzt besonders diejenigen, die zwischen dem 2. und 7. Januar Geburtstag haben oder eben auch andere Planeten, die den Aspekt von Neptun jetzt empfangen können. Dann haben wir in diesem Monat auch weiterhin ein Quadrat von Jupiter. Der steht nämlich hier in der Waage für euch im 10. Haus. Ist für viele Steinböcke eine beruflich erfolgreiche Phase, aber das Quadrat kann eben dazu führen, dass man immer wieder in Streitigkeiten, wo es um Gerechtigkeit geht, verwickelt wird oder eben auch, dass man dazu neigt, selber sehr rechthaberisch zu sein. Und das ist diesen Monat wirklich auch eine Gefahr für den Steinbock, weil eben der Mars hier auch dabei ist. Der steht ja hier genau gegenüber von der Steinbocksonne und Jupiter-Mars ist eine sehr rechthaberische Konstellation. Und das betrifft euch halt voll, weil es voll in die kardinalen Zeichen reingeht. Ihr seid ja ein Kardinalzeichen, also da müsst ihr wirklich diesen Monat aufpassen, immer nach dem Motto, willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Ja, es gibt so viele Situationen, wo es sich überhaupt nicht lohnt, sich zu streiten, nur weil man im Recht ist, weil es gar nichts bringt. Ganz besonders in diesem Monat. Genau, und das Quadrat Jupiter, das empfangen diesmal die Geburtstagskinder, die zwischen dem 2. und 9. Januar Geburtstag haben. Das ist also fast ein bisschen zeitgleich mit dem Neptun-Sextil und das kann auch ein bisschen helfen, diesen Aspekt abzumildern. So, dann haben wir natürlich weiterhin Pluto im Steinbock, der also dabei ist, immer noch auf seiner Reise sämtliche Steinböcke zu transformieren, die er da vorfindet. In diesem Monat sind die Geburtstagskinder vom 6. bis 11. Januar damit dran. Pluto bewegt sich ja sehr langsam und dann auch immer wieder so ein bisschen hin und her. Ne? Also für viele von diesen Geburtstagskindern ist das jetzt auch schon nichts Neues. Die stecken schon drin im Transformationsprozess, für andere fängt er jetzt langsam an. Ich will das jetzt nicht alles wieder aufzählen. Ihr könnt euch das im Jahreshoroskop anschauen, was das wirklich bedeutet, ne? Pluto im Steinbock. Aber hier nochmal kurz, gerade in diesem Monat kann das jetzt sehr kräftig wirken, weil das aktuell ausgelöst ist, ne? Von Saturn, von Mars und Sonne, die beide im Krebs stehen und damit eine Spannung auf den Pluto werfen und dann auch noch hier der Jupiter dabei. Also das heißt, dieser Transformationsprozess kann diesen Monat sehr unangenehm sein. Er kann zum Beispiel ausgelöst werden durch eine Partnerschaftskrise, durch einen Streit, dadurch, dass euch irgendeine Situation voll an eure Grenzen bringt, ne? Und da seid ihr dann sehr gefordert. Deswegen aber nochmal der Hinweis, versucht nicht recht zu haben und eure, also normalerweise diese steinböckische Art, ne, dass man sich dann so auf die sachlichen Ebenen zurückzieht, die wirkt jetzt nicht. Jedenfalls nicht, solange Sonne und Mars im Krebs stehen, weil die machen die ganze Situation unheimlich emotional und dann mögen es die Leute eben gar nicht, wenn man ihnen dann mit sachlichen Argumenten kommt. Deswegen kann man da einfach
Also entweder man geht liebevoll auf diese Gefühle ein oder man zieht sich eben zurück so lange und sagt, okay, ich warte mal ein bisschen ab, bis sich die Gemüter beruhigt haben. Das würde ich euch halt empfehlen. Genau, ja. Und die Konjunktion zu Pluto spüren diesen Monat besonders die Geburtstagskinder vom 6. bis 11. Januar. Und dann haben wir noch das Quadrat von Uranus. Das ist auch nicht ohne. Das ist die Spannung hier vom Freiheitsplaneten, wirkt auch voll auf die Steinbockgeborenen. Und zwar in diesem Monat auf diejenigen, die zwischen dem 16. und 20. Januar Geburtstag haben. Also das ist dann der Wunsch nach Befreiung und eventuell auch Schwierigkeiten oder Umbruchssituationen, die aus der Familie herrühren. Na, da seid ihr dann auch sehr gefordert. Wie gesagt, diese ganzen Tendenzen könnt ihr euch nochmal in aller Ausführlichkeit im Jahreshoroskop angucken. Da habe ich das ganz genau beschrieben, was das jeweils psychologisch für euch bedeutet. Gut, kommen wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen. Ausgehend vom Neumond, der ist am 24. Juni, da bin ich in dem Juni-Horoskop auch ausführlich drauf eingegangen, findet im Krebs statt und damit in eurem Partnerhaus. Das ist ja eigentlich sehr gut, ne? Weil die Energie wird eben in Partnerschaftsthemen gelenkt, aber weil der Mars halt auch dasteht, kann das eben auf eine sehr emotionale und auch auf eine ja, kampflustige Art ablaufen, die eben auch ein bisschen verstörend sein kann. Im besten Falle natürlich Leidenschaft, ne? Also dass man einfach wirklich dann sagt, okay, anstatt groß zu reden, haben wir lieber heißen Sex. Das hilft immer und das ist auch vor allen Dingen für den Steinbock ein sehr probates Mittel, weil der Steinbock ist halt ein Erdzeichen, sehr körperbetont und solche Gefühlsausbrüche kann er oft nichts mit anfangen, aber Sex ist immer eine Lösung. Also vielleicht könnt ihr das dann einfach mal versuchen. Genau, also das ist jetzt vom 24. Juni an 4 Wochen Thema, ne? Diese emotionalen Auseinandersetzungen in der Partnerschaft. Ja, und der Juli geht dann los, auch mit der Sonne im Krebs. Die beginnt dann durch die zweite Dekade zu laufen. Der Mars steht im Krebs in der zweiten Dekade. Das bedeutet immer, dass die zweite Dekade Steinbock dann jeweils den Aspekt besonders bekommt. Und der Merkur steht auch im 7. Haus für euch. Die Venus steht super schön im 5. Haus noch die ersten Tage. Deswegen auch nochmal das Thema über Sex in das Beziehungsgefühl reinzugehen. Ja, und dann haben wir aber vom 1. bis 5. wirklich diese schwierige, schwierige Phase, wo eben hier diese Spannung ausgelöst ist zwischen Mars und Pluto. Und das sind zwei Kampfplaneten und das steht für euch so, dass es leider heißt Beziehungskampf, wenn ihr nicht eben sehr klug damit umgeht, ne, wie ich es euch eben empfohlen habe. Trotzdem gibt es aber gerade natürlich jetzt auch für die Steinböcke, die keinen Beziehungsstress haben oder auch gar keine Beziehung haben und deswegen frei sind, zwei Top-Tage auch gleich in dieser Zeit, die wieder sehr schön sind für Liebesgeflüster. Da haben wir einen schönen Flirt-Aspekt mit Sonne, Neptun und beide stehen günstig für euch. Und der Mond aktiviert das Ganze auch nochmal. Also wenn ihr nicht gerade irgendwo Gewitterwolken in der Beziehung habt, könnt ihr den 3. und den 4. Sehr schön nutzen zum Flirten oder eben auch, um mit eurem Liebsten kuschelige Zeiten zu verleben. Und diese schöne Phase geht noch bis zum 7. Juli. Und wenn ihr euch neu verliebt, solltet ihr dann auch die 90-Tage-Regel beachten. Wir haben in der Zeit auch mal kurz einen Spontaneitätsaspekt hier mit Merkur und Uranus, wo vielleicht spontan euch jemand mehr verspricht, als er dann halten kann. Und das mögt ihr ja eigentlich gar nicht. Deswegen immer abwarten, wenn ihr jemand Neues kennengelernt habt für 3 Monate, ob man das dann auch ernst nehmen kann. Habe ich ja schon öfter darüber gesprochen. Genau, so, dann geht es weiter. Am 5. Juli wird die Venus dann in die Zwillinge gehen, aus dem Krebs in die Zwillinge. Hier unten, also stand ja vor bei euch im 5. Haus, geht dann ins 6., das ist das Berufshaus. Also wer jetzt nicht in Urlaub ist, kann dann vielleicht im Büro flirten oder einfach auch eine nette Zeit mit netten, guten Beziehungen zu den Kollegen erleben. Und die Opposition hier zum Mars beginnt die dritte Dekade dann. Das spürt dann jetzt ab dem 5. die dritte Dekade des Steinbocks besonders deutlich. Ja, am 6. geht der Merkur ins Zeichen Löwe. Damit in euer 8. Haus. Also da könnte man dann mal Gespräche in der festen Beziehung führen. Das kann ganz nützlich sein. Und dann kommt die kritische Phase ab dem 8. Und die gipfelt dann eben in dem Vollmond. Es geht schon so am 7. los, geht der Mond in den Steinbock, macht euch vielleicht ein bisschen launisch. 8. und dann am 9. eben voll dieser Vollmond in eurem Zeichen, Krebszeichen, also voll auf eurer Partnerschaftsachse.
Dann auch noch in Spannung zu Jupiter. Also nochmal der Tipp, das ist eine sehr explosive Phase und möglicherweise seid ihr selber oder auch der Partner emotional sehr aufgeladen und ihr solltet wirklich bewusst versuchen, objektiv und fair zu bleiben und nicht zu streng sein und Schwierigkeiten auch nicht persönlich nehmen in dieser Zeit. Ne? Genau. Am 13. gibt es aber dann wieder einen Top-Tag mit Neptun, eine schöne Konstellation, weil der Mond dann hier mit dem Neptun zusammenkommt und den auslöst. Das bedeutet, eure Fähigkeiten, fantasievoll mit anderen umzugehen, werden gestärkt und alle diejenigen, die keinen Beziehungskrach haben, haben dann eine sehr schöne Chance auf Liebesgeflüster und neue Leute kennenzulernen. Das ist eine schöne Zeit. Und das ist auch überhaupt eine gute Flirtphase. Die beginnt dann am 13. und geht noch bis zum 19. Und da könnte es zum Beispiel sein, dass jemand aus dem Zeichen Krebs, Löwe oder Waage auf euch zukommt. Achtet mal drauf. Vom 15. bis zum 20. haben wir dann diese kritische Phase mit hier Mars und Sonne, die dann einen harten Aspekt zum Uranus bilden. Am 16. das Ganze auch noch ausgelöst vom Mond. Und das kann dann auch nochmal dazu führen, dass man einen Befreiungsschlag führen möchte. Ja? Dass man einfach sagt, ich halte das nicht mehr aus oder ich mache jetzt Schluss. Oder euer Partner vielleicht auch, weil es ja bei euch im Partnerhaus stattfindet. Auch da Ball flach halten, nicht so ernst nehmen, nicht gleich ausflippen, sondern erstmal abwarten. Ja? Das kann auch sein, dass diese Situation wieder vorbeigeht, ohne dass was ganz Schlimmes passiert. Und vor allen Dingen dürft ihr dann auch nicht darauf beharren, dass ihr im Recht seid, selbst wenn ihr im Recht seid. Das kann die Sache in dem Moment nur noch schlimmer machen. Genau. Am 20. geht dann der Mars ins Zeichen Löwe, verlässt also diese angespannte Krebskonstellation, dieses emotional Hochkochende, das lässt dann alles wieder ein bisschen nach. Und am 22. geht dann auch die Sonne in den Löwen, beides in euer achtes Haus, auch interessant. Denn das bringt jetzt eine neue und etwas leichtere und angenehmere Energie in die festen Beziehungen hinein. Und vielleicht gelingt es euch sogar über manches, was hinter euch liegt, dann gemeinsam zu lachen. Am 23. Juli ist dann der Neumond, ist für euch auch sehr wichtig, weil er eben hier im achten Haus der festen Beziehungen stattfindet, also der verbindlichen Beziehungen. Oder für euch beginnt dann vielleicht auch eine Phase, wo ihr drüber nachdenkt, mit jemandem, mit dem ihr zusammen seid, eine verbindliche Beziehung anzufangen. Das kann ja auch sein. Das ist dann in den nächsten 4 Wochen tatsächlich Thema, ne? Gemeinsame Werte, wie wollt ihr die gestalten, worauf wollt ihr euch einlassen? Und das Ganze mit einer angenehmen und initiativen Energie. Also das kann für euch eigentlich recht positiv sein. Und ihr könntet euch in der Zeit auch in jemanden aus dem Zeichen Löwe verlieben. Da steht ja dann auch der Mondknoten für euch im achten Haus. Genau. Wichtig ist dann, dass ihr nicht egoistisch seid, sondern wirklich auch überlegt, wo teile ich gerne mit meinem Partner. Ne? Das ist dann vielleicht eine ganz wichtige Lektion mit diesem Neumond. Genau, und dann haben wir ja gleichzeitig diese schwierige Konstellation mit der Venus und Saturn und Lilith. Da müsst ihr euch dann vielleicht fragen, ob es irgendwas Heimliches gibt, hier 12. Haus. Vielleicht eine heimliche Affäre, die dann so eine schöne feste Abmachung wieder stören könnte oder schwächen könnte. Also die Steinböcke, die sind ja auch nicht von schlechten Eltern und haben so manches Mal noch einen heimlichen Trumpf im Ärmel. Und ich will das überhaupt nicht bewerten, aber ihr müsst euch dessen natürlich bewusst sein, weil hier geht es wirklich darum, mit diesem Neumond, was bin ich bereit zu geben, wo bin ich bereit, mich wirklich einzubringen in meiner Beziehung. Und dann müsst ihr euch eben auch darüber klar sein, ob ihr dann auch mit vollem Herzen dabei seid. Es kann auch eine berufliche Konstellation für euch sein hier. Es kann auch sein, dass jemand heimlich hinter eurem Rücken euch da beruflich schwächt. Das kommt jetzt sehr darauf an, wie das auch im individuellen Horoskop für euch steht. Genau, so, am 26. geht dann der Merkur ins Zeichen Jungfrau damit in einen schönen Aspekt zur Steinbocksonne. Das begünstigt wieder jede Form von Gesprächen und Plänen. Dann ist eine gute Zeit, um Pläne zu machen für eure Zukunft. Und am 31. noch eine gute Nachricht zum Schluss. Dann geht nämlich die Venus in den Krebs und in euer Partnerhaus und bringt dann eine süßere und harmonischere Energie in Begegnungen und Beziehungen. Und es bedeutet eben dann auch, dass man vielleicht manches, was so im Argen liegt jetzt oder lag durch diese Mars-Geschichte, dass man die dann wieder in Ordnung bringen kann. Genau. Und weiter geht's dann mit den August-Videos. Soweit erstmal für den Juli. Wenn ihr Beratungsbedarf habt,
könnt ihr mich natürlich erreichen über meine Webseite oder mein Kundentelefon und eine Beratung bei mir buchen. Oder ihr macht mit bei meinem Webinar Antonias Sterne. Da habe ich jetzt zwei Termine am 23. Juni und am 28. Juli. Könnt ihr euch anmelden und eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Und wenn ihr bei der Verlosung dabei sein wollt, könnt ihr 15 Minuten Kurzberatung bei mir gewinnen. Und dazu braucht ihr nur meinen Kanal zu buchen, zu abonnieren und mir eine nette Nachricht hier auf YouTube zu posten. Damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen und wir sehen uns im August wieder.